Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was passiert, wenn ich traumatisiert werde? Und was passiert, wenn ich retraumatisiert werde? Ein Trauma ist eine Verletzung. Und hier bei uns auf diesem Videokanal geht es nicht um äußere Verletzungen wie bei einem Autounfall, sondern es geht um diese inneren psychischen, emotionalen Verletzungen. Und Autounfall ist ein gutes Beispiel, weil ich habe einen Autounfall oft äußere Verletzungen und dann komme ich eben im Spital auf die Traumatologie und ich wäre eben, und weil ich einen Schockzustand meistens habe und dann wäre ich eben unfallchirurgisch versorgt auf der Traumatologie, damit eben die körperlichen Traumen möglichst schnell wieder so weit hergestellt werden, dass der Organismus wieder funktioniert. Aber bei einem Autounfall gibt es immer auch psychische Traumen, weil ich das nicht fassen kann, wie schnell das gegangen ist und ich mich so ohnmächtig fühle und ich wie unter diesen physikalischen enormen Kräften, die bei einem Autounfall passieren, ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das alles passieren konnte und ich danach noch tagelang davon von Träumen und Flashbacks habe, wo ich an diese Dinge denke, wo ich mir denke, furchtbar, wie konnte das passieren und hätte ich anders lenken können und hätte ich schneller bremsen können und hätte ich und ich wache in der Nacht auf und höre den Knall vom Autounfall und so weiter, ja. Und das sind eben dann diese psychischen Verletzungen. Bei vielen körperlichen Traumen kommen auch noch psychische Traumen dazu, die dann auch die Wundheilung erschweren oder verlangsamten oder sogar zum Teil verunmöglichen oder die dann auch insgesamt mich so depressiv runterziehen, dass ich auch nicht die Kraft und die Motivation habe, wieder zu trainieren, dass ich wieder gehen lerne, all diese Dinge. Deshalb ist es eben wichtig, auch auf die psychischen Traumen, auf die emotionalen inneren Verletzungen sehr gut zu achten. Und diese emotionalen Verletzungen, wenn ich die gut behandle, dann kommt es auch zur Ruhe. Dann werden auch diese Flashbacks geringer. Dann werden diese furchtbaren Erinnerungen, wo es mich so reißt und ich plötzlich wieder in eine Situation wie damals drinnen bin, so wie wenn es jetzt gerade passieren würde. Das ist aber nur eine Einbildung eben, ist ja Gott sei Dank nicht. Wird dann immer ruhiger. Ich kann das dann aufarbeiten. Ich kann dem einen neuen emotionalen Platz zuweisen, diesem furchtbaren traumatischen Ereignis. Und es wird dann so ruhig, dass ich es gut verarbeitet habe und dass ich eine ausreichende Distanz habe, um damit gut umgehen zu können. Bei manchen ganz schweren Traumen wird es nie ausreichend gelingen, aber es kann zumindest so weit, so gut gelingen, dass ich gut damit umgehen kann und dass ich meinen Alltag wieder gut leben kann. Bei kleineren Traumen oder wenn ich sie gut verarbeite oder wenn ich eine gute Psyche habt und die das gut verarbeiten kann, kann es so sein, dass es mich gar nicht mehr stört. Und die Zeit heilt leider nicht alle Wunden. Das ist, dieses Sprichwort ist falsch, die Zeit heilt alle Wunden. Stimmt nicht. Die Zeit heilt überhaupt nicht alle Wunden, aber die Zeit kann schon manche Wunden heilen, aber es gibt Wunden, die sind nicht heilbar und auch nicht durch die Zeit heilbar. Aber es gibt manche Wunden, die sind durch professionelle Traumapsychotherapie heilbar, aber auch das braucht Zeit. Auch das geht nicht jetzt mit Schnipp. Und es gibt manche schwere Traumen, die nicht durch die Zeit geheilt werden, sondern durch einen sehr günstigen inneren emotionalen Prozess, wo das plötzlich gut ist, wo das plötzlich nicht mehr antriggert, nennt man das. Wo ich plötzlich innerlich merke, ich bin jetzt ruhig, ich habe es überwunden. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber es ist jetzt auf jeden Fall zum Stillstand gekommen. Gibt's auch. Relativ selten, aber gibt's. Und das sind dann auch die Menschen, die sagen, ich brauche keine Psychotherapie, das ist für mich erledigt. Ich habe das nicht verdrängt, sondern gut weglegen können. Ich habe es auch nicht bearbeitet. Weil eine Traumabearbeitung, das ist ein schmerzhafter, intensiver Prozess, der braucht seine Zeit. Und der hat immer diese drei Schritte, Stabilisierung, die Anteilearbeit von verletzten und verletzenden Anteilen und am Schluss eben die Traumakonfrontation und nach der Traumakonfrontation der neue Selbst- und Weltbezug. Das ist in allen Psychotraumatherapien im Prinzip das Thema. Das gleiche bei auch EMDR und bei der fokuszentrierten. Also es ist immer dieser große Bogen, heißt halt möglicherweise anders, aber
im Großen und Ganzen sind das die Schritte, die man gehen muss. Und was ist jetzt die Retraumatisierung? Ich habe ein Trauma noch nicht ganz bearbeitet. Es ist noch vielleicht schlummernd, es ist latent vorhanden. Ich habe es halbwegs im Griff, aber ich bin am Weg der Besserung, dass ich nicht ständig da sehr, sehr verletzlich reagiere drauf. Aber es ist eben noch nicht ganz ausgeheilt. Es ist vorstellbar wie eine Wunde, die schon am Zuheilen ist, wo schon eine Kruste über der Wunde ist, aber die Kruste ist noch nicht abgefallen. Das heißt, es ist drunter die Haut noch kaum vorhanden oder noch sehr, sehr dünn. Also es ist noch nicht ausgeheilt. Und dann kommt ein Ereignis, wo ich auf diese Wunde, wo schon eine Kruste drüber ist, mit einem scharfen Gegenstand brutal drauf fahre und die ganze Kruste abspringt und das wieder zu bluten beginnt und wieder wie von vorne ist. Ja. Es ist wie wenn die ganze Heilungsphase sinnlos war. Das ist eine Retraumatisierung, jetzt im Körperlichen als im Bild. Und das Gleiche gibt es auch im Psychischen. Ich habe die Dinge versucht, es zu verarbeiten. Ich habe da ein geeigneteres Nähe-Distanz-Verhältnis gefunden. Ich habe da eine Form der Abgrenzung gefunden. Ich habe da einen Weg gefunden, wie ich mich distanzieren kann. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich das für mich neu einordnen kann, dass ich zufrieden bin mit der furchtbaren Situation, mit der ich jetzt umgehen lernen habe müssen. Und dann kommt auf einmal ein Ereignis rein, dass man das total zerstört. Also Beispiel, ich habe eine furchtbare Zeit mit einem Partner, mit einer Partnerin hinter mir, hat mich total verletzt. Ich bin total unsicher jetzt in Bezug auf Beziehungen. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal eine Beziehung haben will, weil das so verletzend war. Ich lerne aber einen total netten Partner wieder kennen, fasse ganz vorsichtig Vertrauen, bin sehr, sehr vorsichtig und mache ganz zaghafte Schritte. Das geht alles gut, das wirkt irgendwie wirklich positiv. Ich fasse mehr Vertrauen, ich fasse mehr Mut, ich lasse mich mehr ein. Und auf einmal kommt genau von diesem Partner, wo ich mir denke, der ist jetzt wirklich ein Netter und auf den kann ich mich jetzt verlassen, dem kann ich vertrauen, ein brutaler Hieb, wo ich mir denke, das ist ja furchtbar, wie der Mensch so sein kann. Wie kann mich der noch einmal so verletzen, wo er genau weiß, das sind meine Ängste und meine Schwachstellen und das, was ich am meisten befürchtet habe. Der weiß ja das von der alten Beziehung. Der weiß ja von meiner Traumatisierung vom vorigen Partner. Und der merkt gar nicht, wie sehr er mich damit tötet. Ja? Und das ist dann eine Retraumatisierung, wo ich dann sage, so, jetzt ist aber Schluss, jetzt will ich echt niemanden mehr sehen. Ich bleibe allein und bin froh, wenn ich Single bin. Und ich habe echt keine Lust mehr mit irgendeinem Typen, mich irgendwie abzugeben. Das heißt, die Retraumatisierung macht mich so wieder schwach, wie damals beim ersten Unfall. Und ich wäre so unsicher, auch so selbstwertunsicher, dass ich mir denke, es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich da jemals mich wieder wagen kann, noch einmal einen Anlauf zu nehmen. Das hat mich so geschwächt, das brauche ich kein drittes Mal. Einmal war schon furchtbar, ein zweites Mal, jetzt die Retraumatisierung ist katastrophal und ein drittes Mal gibt's nicht. Und das ganz Schlimme ist, es gibt die Retraumatisierung öfter. Es kann sein, dass ich dann trotzdem nach Jahren wieder einen Versuch wage und es kommt wieder eine Retraumatisierung zum dritten Mal und zum vierten Mal. Das sind jetzt große Retraumatisierungen. Es gibt auch kleine Retraumatisierungen, oft mit dem Täter. Wenn ich Täterkontakt habe, wird dieser Täter nur durch Augenkontakt oder nur durch bestimmte Gestiken, nur durch bestimmte nonverbale Andeutungen, kann mich der so retraumatisieren auf einer unbewussten, unterschwelligen Ebene, dass ich mich wieder zurückversetzt fühle, wie in das Ereignis damals, was mich so traumatisiert hat. Und diese kleinen Retraumatisierungen sind genauso furchtbar wie eine große, brutale Retraumatisierung. Das heißt, wenn ich retraumatisiert wurde, erster Schritt, auf keinen Fall mehr Täterkontakt. Diese Situationen meiden, diese Personen meiden, die mich retraumatisieren, alles das meiden, wo ich noch einmal verletzt werde, auf eine brutale Art und Weise. Das ist der erste Schritt, ganz wichtig, erste Hilfemaßnahme ist das quasi. Ja. Zweite Maßnahme ist, dass ich alles das, wo ich merke, da bin ich jetzt da super dünnhäutig, super verletzlich, dass ich die jetzt nicht total meide, weil ich gehe ja dann überhaupt nicht mehr unter Menschen, wenn mich einer so verletzt hat. Ja. Sondern ich schaue dann, okay, kann ich noch einmal mich jetzt jemanden
annähern, wem kann ich ihn noch vertrauen? Und dann wäre total wichtig, dass sie nicht jetzt in allen Menschen jetzt einen Täter sehen, der sie wieder potenziell retraumatisiert, sondern dass sie schon unterscheiden, das ist ein Schwein, aber die sind grundsätzlich normal, ja. Und deshalb, bitte, ich muss wieder rausgehen, ja? Ich muss trotzdem noch Kontakt zu Menschen suchen, weil sonst ziehe ich mich total zurück. Das gleiche wie beim Autounfall. Wenn ich einmal einen Autounfall gehabt habe, ist die Gefahr groß, dass ich jetzt nicht mehr ins Auto einsteige und nicht mehr Auto fahre, weil ich so Angst habe. Und dann ist total wichtig, dass ich sehr bald wieder Auto fahre. Ich fahre halt vielleicht mit Furcht und Zittern und schweißgebadet, ja, mit kalt nassen Händen und klammer das Lenkrad an und so, ja, aber je öfter ich fahre, desto besser wird's. Wenn ich jetzt dann wieder einen Unfall habe, hoffentlich nicht an derselben Stelle, sondern und nicht auf dieselbe Art, sondern eine andere Unfallursache dann halt der Grund ist, und ich leider wieder einen Unfall gehabt habe, okay, dann ist das sehr selbstwertschwächend, aber es ist nicht so arg, wie wenn ich an derselben Stelle auf dieselbe Art wieder einen Unfall hätte. Das wäre arg. Das wird mir aber nicht passieren, weil ich bei der Kurve, wo ich rausgeflogen bin, eh sehr vorsichtig vorbeifahre. Und daher ist es wichtig, diese Kurve sehr, sehr vorsichtig anzugehen und sehr konzentriert vorbeizufahren, aber nicht grundsätzlich das Autofahren komplett meiden. Ich muss mich wieder hinter Steuer setzen, ich muss wieder weiterfahren. Das heißt, die Empfehlung ist, Täter meiden, aber Menschen nicht meiden zum Beispiel, ja, oder gefährliche Situationen, die mich potenziell traumatisiert haben, nicht meiden. So komme ich in eine Balance hinein, dass ich schon vorsichtig bin. Ich habe es immer im Hinterkopf am Schirm, aber gleichzeitig versuche ich ein normales Leben auch zu leben. Und dann komme ich aus der Retraumatisierung leichter raus, weil ich so zwar immer links und rechts schaue, immer so hin und her pendel, aber ich merke dann, je öfter es auch auf der normalen Seite wieder gut geht, komme ich dann auch wieder in ein grundsätzliches Vertrauen rein. Und einer der wichtigsten Auswege aus der Retraumatisierung ist, wieder Vertrauen finden, wieder stabile Beziehungen finden, wieder Menschen oder Situationen oder Tätigkeiten finden, wo ich merke, geht wieder. Es gibt ein Restrisiko, dass wieder was schief geht. Ja, das gibt's in unserem Leben. Es ist nicht leider alles perfekt und es geht nicht alles glatt. Ja, aber ich bin jetzt schon sehr vorsichtig und ich bin sehr gewappnet. Dass mir das ein drittes Mal passiert bei der Beziehung, dass mir ein Typ so kommt, dass ich so reinfall, sicher nicht. Klassisches Beispiel Narzissmus, ja. Der erste Narzisst war urnett und dann nachher furchtbar. Der zweite Narzisst war urnett und nachher furchtbar. Beim dritten Typen schaue ich mal genau an, ob das ein Narzisst ist oder nicht. Und dann weiß ich schon, wie gibt sich der vorher. Und dann muss ich auch an mir arbeiten, warum bin ich immer der Typ, der auf Narzissten anspringt. Warum mag ich Narzissten so, ja? Weil mein Vater so war oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, das war immer schon so, ja? Und die sprechen mich einfach an, weil die so dynamisch sind und so weiter, ja? Also da werde ich dann mehr über Narzissten lernen und werde dann nicht so viel da auch mehr reinfallen. Das heißt, raus aus der Retraumatisierung heißt, sich Zeit geben, einen Prozess machen, dass ich die Sache, die mir noch einmal passiert ist, besonders gut anschaue, Täterkontakt meiden, aber die anderen Menschen trotzdem weiter intensiv auch in einem guten Prozess halten und mit ihnen in einem guten Prozess leben, damit ich mich nicht total zurückziehe. Weil sonst passiert es nämlich, dass ich mich so zurückziehe, dass ich eben in die Angst komme und aus der Angst heraus dann nicht mehr gut rauskomme. Ich muss schauen, dass ich die Angst überwinde. Es gibt ja eh auch Videos von mir über die Ängste, wie die zu überwinden sind und auch über die narzisstische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel, ja, wo sie dann auch noch weitere Informationen kriegen, wie sie da gut rauskommen aus dieser Retraumatisierung. Unten gibt's auch die Links. Freue mich über Ihr Feedback, wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie, wenn Sie retraumatisiert sind, sich kompetente Hilfe holen und dass Sie den Mut behalten, trotzdem durchzugehen, rauszugehen und dran zu bleiben. Dann werden Sie Schritt für Schritt frei, wieder stark und sicher und kommen wieder hinein in Ihre normale Zufriedenheit, die ich Ihnen von Herzen wünsche. Alles Gute.